Großbritannien hat eine neue Tory-Chefin und Premierministerin. Liz Truss folgt auf den zurückgetretenen Boris Johnson. Wer die Frau ist, die sich nicht sicher ist, ob Macron Freund oder Feind ist und unter anderem als menschliche Handgranate betitelt wurde, erfahrt ihr jetzt. Liz Truss hat den, wie es Johnson sagte, besten Job der Welt bekommen. Sie ist damit die dritte Frau, die in die Downing Street No. 10 einzieht. Vielen Tories erscheint sie als die eiserne Lady 2.0. Sie verehren Margaret Thatcher, die erste Premierministerin, die Großbritannien von 1979 bis 1990 regierte. Truss versucht ihr immer wieder nachzueifern. Sie trägt ähnliche Klamotten oder stellt bekannte Fotos von Thatcher nach. Kritiker bemängeln, sie konzentriere sich eher darauf, anstatt auf echte Inhalte. Liz Truss ist die Tochter einer Krankenschwester und eines Mathematikprofessors. Sie wuchs in Schottland auf und studierte Philosophie, Politik und Ökonomie am Merton College der University of Oxford. Verheiratet ist sie mit einem Buchhalter, gemeinsam haben sie zwei Töchter. Unter David Cameron war sie Umweltministerin, im Kabinett von Theresa May agierte sie als Justizministerin und Lordkanzlerin, letzteres übernahm sie als erste Frau. Boris Johnson machte sie dann zur Ministerin für internationalen Handel und Ministerin für Frauen und Gleichstellung. Seit 2021 ist sie Außenministerin. In dieser Rolle fiel sie vor allem wegen ihrer klaren Haltung im Ukraine-Krieg auf. Sie erwies sich als harte Gegenspielerin zu Russlands Präsident Wladimir Putin. Das traf in ihrer Partei auf große Zustimmung. Was ist von ihr als Premierministerin zu erwarten? Von einem politischen Neuanfang gehen Experten nicht aus. Vieles klingt nach Boris Johnson. So will auch die 47-Jährige das Nordirland-Protokoll aushebeln. Großbritannien und die EU hatten sich im Brexit-Vertrag darauf geeinigt, dass Nordirland für Waren weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarkts folgt. So sollen Grenzkontrollen zwischen den beiden Seiten vermieden werden. Das führt aber jetzt dazu, dass es Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien gibt. Truss denkt offenbar darüber nach, den Vertrag einseitig aufzukündigen. Das könnte einen Handelskrieg mit der EU provozieren. Spannenderweise war sie 2016 während der Referendumskampagne noch für den Verbleib in der EU. Das kam aber in ihrer Partei nicht so gut an, daher hat sie ihre Meinung geändert und jetzt ist sie der neue Liebling der Brexit-Hardliner. Auch bei der Asylpolitik will Truss am Johnson-Kurs festhalten. Bootsflüchtlinge, die über den Ärmelkanal kommen, sollen nach Ruanda ausgeflogen werden. Großbritannien will deshalb auch die Europäische Menschenrechtskonvention einschränken, der das Land noch angehört. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof soll Abschiebungen dann nicht mehr verhindern können. Außerdem hat Truss den Bürgern versprochen, die Steuern sofort zu senken. Wie sie das finanzieren will, ist aber nicht klar. Und Wirtschaftsexperten warnen, die Inflation in Großbritannien ist bereits zweistellig. Wäre Truss gezwungen, weitere Entlastungspakete zu verabschieden, müsste sie weitere Schulden aufnehmen und das würde die Inflation weiter anheizen. Bevor es weitergeht, erzähle ich euch ganz kurz, was Update ist. Update ist eine News-App, die euch rund um die Uhr mit den wichtigsten Nachrichten versorgt. Unser Team besteht aus 220 Menschen, die App gibt es in 34 Ländern. Mit Update wisst ihr über alles Bescheid, was gerade in diesem Moment wichtig ist. Für ihren Vorgänger findet sie nur lobende Worte. Die Medien seien schuld daran, dass Johnson gehen musste. Er sei ein exzellenter Premier gewesen, sagte Truss. Weniger freundlich hat sie sich Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron gegenüber verhalten. Als sie bei einem Wahlkampfauftritt gefragt wurde, ob Macron Freund oder Feind sei, sagte sie, das Urteil ist noch nicht gesprochen. Wenn ich Premierministerin werde, werde ich ihn an dessen Taten messen, nicht an Worten. Macrons Reaktion fiel eindeutig aus. Großbritannien ist ein Freund Frankreichs, ein starker Verbündeter, unabhängig von seinen Regierenden und manchmal trotz seiner Regierenden oder der kleinen Fehler, die sie machen, wenn sie in der Öffentlichkeit sprechen. Und auch Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon musste sich was anhören. Truss beschimpfte sie als Attention Seeker, Wichtigtuerin, die sie einfach ignorieren werde. Dem Unabhängigkeitslager in Schottland dürfte sie mit dieser Aktion zusätzliche Anhänger beschert haben. Der Times-Star-Kolumnist Matthew Paris, ein früherer Mitarbeiter der einzigen Premierministerin Thatcher, hält Truss für gefährlich, impulsiv und halsstarrig. Sie verfüge über eine massive Selbstüberschätzung und riesigen Ehrgeiz, ihr politischer Verstand sei stecknadelkopfgroß. Johnsons Ex-Chefberater Dominic Cummings hält Truss für eine menschliche Handgranate. Wie sich Truss als Premierministerin macht und ob sie genauso gern Partys feiert wie ihr Vorgänger, das wird die Zeit zeigen. Was haltet ihr denn von Truss? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Update-Kanal.